Hi Leute, heute wird's richtig schnell. Ich habe nämlich wieder ein neues Checkexperiment für euch und bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg zu einer Go-Kart-Bahn in Landsberg am Lech. Hier treffe ich gleich Michelle, super krasse Frau, die ist erst 16 Jahre alt, ist die jüngste Formel-4-Fahrerin Deutschlands. Ihr großes Ziel, sie will irgendwann mal Formel 1 fahren. Ich glaube, die schafft es auch. Und ich hoffe nur, ich baue keinen Unfall. Mal gucken. Michelle hat ihre Karriere als Rennfahrerin auf der Go-Kart-Strecke begonnen. Guckt mal, wie schnell die unterwegs ist. Vielleicht darf ich ja nachher auch mal eine Runde mit ihr drehen. Hi. Grüß dich. Hi. Alles gut? Ja. So, dann erzähl mal, worum geht's denn heute? Du musst halt den Auto bauen, der 10 Meter fährt, aber ohne Treibstoff. Okay, selber ein Auto bauen, das aber dann keinen Motor zum Antrieb haben darf. Genau, also darfst du auch nicht den Berg runterfahren lassen, darfst auch nicht anpusten oder sonst was. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn überhaupt mir ein Auto bauen? Ich bin kein Kfz-Mechaniker. Also du gehst in ein Schreibwarengeschäft und kaufst dir da ein paar Sachen. Im Schreibwarenladen? Genau. Für ein Auto? Ja. Spinnst du? Nee. Das funktioniert nicht. Doch. Da gibt's Stifte. Wie soll ich denn daraus ein Auto bauen? Ja, probier's mal aus. Also, nur Dinge aus dem Schreibwarenladen darf ich verwenden. Dafür aber nichts mit einem Motor, der mit Strom, Benzin oder einem anderen Treibstoff fährt. Außerdem darf ich nicht pusten und nicht schieben. Oh Mann. Und was noch dazu kommt, das darf nicht zu groß sein, das muss hier reinpassen. Aber das ist quasi die Garage dann, oder was? Genau. 10 Meter muss es fahren? Genau. Es klingt so, als würde es nicht gehen, wenn ich es nicht mal anschubsen darf. Wo soll es denn langfahren nachher? Hier, ich kann es dir mal zeigen. Okay. Wir messen das alles ab. Aha. 10 Meter haben wir gesagt. Ja, genau. Ich gehe mal und du sagst Stopp, ja? Bei 10. Haben wir es schon? Nee. Sind wir schon bei 10? Nee. Jetzt lauf aber. Mal. Jetzt aber. Nee. Jetzt. Das sind 10 Meter? Genau. Das muss dein Auto fahren. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Jo, Maßband stimmt. Ja. Mist. Passt. Das ist ganz schön weit, ne? Geht, ist aber machbar. Meinst du? Ja. Gut, dann hau ich jetzt mal ab in diesen Schreibwarenladen und guck, mit was ich wiederkomme. Bring gut die Sachen mit und viel Spaß. Mach ich, bis gleich. Ciao. Okay, schwierige Aufgabe. Also, Pappkartons brauche ich bestimmt. Und noch was zum Schneiden. Außerdem was zum Festmachen. Gummiringe und Klebeband. Für die Reifen nehme ich CDs. Außerdem packe ich noch Strohhalme und Luftballons ein. Kann man immer gebrauchen. So, und jetzt noch was für den Antrieb. Ah, die Dinger hier. Die bringen mich auf eine gute Idee. Hi. Hi. Ich war einkaufen. Erfolgreich? Erfolgreich, hoffe ich. Schön. Pappe habe ich mitgebracht zum Basteln. Und eine ganze Menge Kram. Okay, dann erzähl mal, aus was besteht denn so ein Auto? Naja, jedes Auto hat auf jeden Fall Reifen, sonst wird es nicht fahren. Genau. Reifen sind rund. Da habe ich hier sowas. So CDs einfach mitgebracht. Super. Die sind rund und rollen ja. Mhm. Zwischen der Reife ist ja auch noch was. Hast du da auch was mitgebracht, oder? Diese Querstange, ne? Genau. Ja. Achse, ne? Achse. Ja. Habe ich einfach gedacht, nehmen wir hier so das sind so Holzstäbe, so kleine. Guter Anfang mal. Und was ich auch dachte, was auch jedes Auto hat, ist natürlich eine Karosserie, also letzten Endes das, wo alles drauf sitzt. Mhm. Und dafür habe ich gedacht, nehmen wir die Pappe. Nicht schlecht. Bei uns zum Beispiel nennt man Karosserie eigentlich Chassis, also im Motorsportbereich. Chassis? Mhm. Das ist ja wieder was gelernt, das wusste ich auch nicht. Genau. Ich bin allerdings wirklich sau ungeschickt und habe gedacht, vielleicht kannst du mir beim Basteln ein bisschen helfen. Klar, mache ich. Ja, sehr gut, dann fangen wir an. Als erstes bauen wir das Chassis zusammen. Meine Heißklebepistole. Schön gleichmäßig, ne? Ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Oh, okay. Den Karton nehmen wir doppelt, damit das Chassis stabiler wird. Zack. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. So, okay, quasi. Und mal so eine Frage, wo sind die Felge oder funktioniert das so? Ah, Felgen. Das ist quasi der Reifen fest an der Achse dran. Weil der Stab ist ja zu dünn. Hast du irgendwas einkauft, wo du benutzen könntest? Habe ich eigentlich mitgebracht, damit wir es trinken. Aha. Aber wenn man die sind ja auch rund, ja, da so drauf baut, ein Loch reinmacht, festmacht, dann kann man die Achse ganz fest damit verbinden. Gute Idee. Ja? Super. Ja. Ha, bist du einverstanden? Ja. Gut, dann musst du jetzt erstmal eine Flasche Wasser trinken. Ja. Und ich auch.
Perfekt. Prost. Prost. Schnell, ne? Ja. Hilfst du ein bisschen mit? Ja. Danke. Bist schon fertig? Wie hast du das gemacht? Okay, danke. Aber jetzt haben wir unsere Deckel. Genau. 8 Stück. Da machen wir jetzt Löcher rein, damit aus den Deckeln Felgen werden. Das ist ganz schön schwierig hier. Und damit sich die Achse überhaupt drehen kann, stecken wir sie jetzt noch durch einen Strohhalm. Und den befestigen wir dann am Chassis. Aber hallo, ey. Das sieht mal nicht schlecht aus. Sieht aus wie ein Auto. Oder nicht? Doch. Jetzt brauchen wir einen Antrieb, ne? Genau. Und ich habe mir überlegt, ich darf zwar nicht pusten, aber wenn man mit Wind was macht, ja, dann habe ich mir das hier mitgebracht. Kennst du diese Dinger? Aha, von früher mal, ja. Ne, genau, wo man, da zieht man so und dann macht's. Und dann fliegt es da hoch. Ja, stimmt. Da. Genau. Und das macht ja richtig ordentlich Wind, genau, das Ding. Das stimmt. Und ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber wenn man das irgendwie quasi hinten ans Auto dran baut, ja, und es dazu bringt, dass sich das dreht, dann könnte das Auto in die Richtung antreiben. Der Propeller soll richtig Wind machen und so unser Auto antreiben. Wieder mit Stäbchen und Strohhalm, damit er sich drehen kann. So, und jetzt brauchen wir nur noch was, das den Propeller antreibt. Hast du vielleicht Gummibänder dabei? Gummibänder, sehr gute Idee. Jetzt haben wir einen richtigen Motor, ganz ohne Benzin. Ich drehe den Propeller und das Gummiband, das dran befestigt ist, verzwirbelt sich. So, jetzt ist der Gummi ja ganz eingedreht, ne? Ja. Und eigentlich will so ein Gummi ja immer wieder zurück und ist elastisch, genau, und zieht sich wieder zusammen. Ja. Das heißt, es müsste hier sich ganz schnell wieder zurückwickeln. Dadurch dreht sich der Propeller. Genau. Und der erzeugt einen Luftstoß und das Ding wird nach vorne katapultiert. Ja. 14 Meter Experiment gewonnen. Ja, probieren wir mal aus. Probieren wir mal aus, oder? Ja. Gummi ist gespannt. Ja. Auto steht an der Ziellinie. Ja. Und jetzt lasse ich gleich los und dann, genau, müsste das Auto in die Richtung losfahren. 10 Meter. 10 Meter. Bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Ach komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Probier's. Wieso hat das denn nicht funktioniert? Vielleicht muss ich den Gummi noch mehr spannen. Das kann auch sein, ja, dass er noch mehr Kraft kriegt, ja, ne? Oh, aber jetzt ist er richtig fett hier. Ja. Jetzt aber. Go. 1, 2, 3. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht das Ziel. Weißt du überhaupt, oder wie funktioniert so ein Propeller eigentlich? Naja, ich meine, das ist ja ganz logisch. Das Ding dreht sich super schnell. Mhm. Dabei entsteht hier Wind. Und der Wind müsste das Ganze doch eigentlich nach vorne schieben. So was nennt man eigentlich auch Rückstoß. Rückstoß. Ich habe eine Idee. Funktioniert nämlich wie bei einem Ballon. Rückstoß. Die Luft entweicht und schiebt den Ballon in die andere Richtung. Wir haben jetzt hier einen Luftballon drauf gebaut. Davor ein Ventil, dadurch kann man es aufpusten. Da strömt die Luft aber dann auch wieder raus. Der Rückstoß ist total gebündelt und ganz groß. Und ich glaube, mit diesem Luftballonmobil schaffen wir die 10 Meter. Können wir die 10 Meter schaffen? Ich puste mal auf. So, mehr geht nicht. Bereit? Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, starte ich hiermit das Check-Experiment. Los geht's. Oh, es fährt wie krass. Das ist ja gut. Go! Nee, weiter! Fast die Hälfte. Ja, fast die Hälfte. Mal nicht schlecht, so, ja? Gut? Ja. Der Rückstoß treibt unser Auto voran. Die ausströmende Luft in die eine Richtung bewirkt eine Bewegung des Autos in die andere. Der Rückstoß ist nur noch zu klein. Aber ich habe schon eine Idee. Wir nehmen jetzt einfach einen riesengroßen, gigantischen Luftballon. Und dann machen wir den ganzen Weg und dann gewinne ich das Experiment. Aber wir haben ein Problem. Darf nicht größer sein. Als die Garage? Genau. Jetzt bist du so streng, ja? Ja. Ernsthaft? Ja.
Aber es sieht wunderbar aus. Es ist ein Luftballonmobil. Wie cool. Und es muss hier reinpassen, dann hast du es bestanden. Ich check's nicht. Wie fahren denn die Autos hier? Möchtest du mal ausprobieren? Kann ich das denn? Ja, klar. Ich bin noch nie Go-Kart gefahren, ne? Dann machen wir. Ja, top. Perfekt. Dein Go-Kart fährt auch schneller als meins, oder? Nee, aber es war für das erste Mal was ganz gut. Ja, echt? Ja. Aber trotzdem, du hast mich halt fast überrundet. So. Wie fahren denn die Dinger? Ich meine, die brauchen auch keinen Luftballon oder Propeller oder so. Ja. Komm mal mit, ich zeig's dir, aber nicht auf der Strecke. Alles klar. So, dann zeig mal. Ja, also hier, Abwehr aufmachen. Aha. Einfach so? Und dann können wir auch abnehmen. Können wir es mal hier herlegen. Ja. So. Also, wie du siehst, ist der Motor und die Achse miteinander verbunden. Mhm. Hier ist der Motor drunter. Genau. Wenn der Motor denn die Energie erzeugt, überträgt sich die Energie auf die Achse. Mhm. Auf der Achse sind ja die Reifen. Das heißt, es wird auf die Reifen übertragen. Die Reife dreht sich und deswegen fährt dann auch das Kart. Das Auto. Energie kommt aus dem Motor. Ach genau, und über das Band hier, ne, genau, läuft es da drauf und dann bewegt sich die Achse mit den Reifen. Und das Ding fährt. Genau. Wir haben ja das Gummiband. Genau. Als wir es vorhin gedreht haben, hat das ja super schnell den Propeller bewegt. Eben. Wenn wir den jetzt aber mit der Achse verbinden, dann dreht sich die Achse super schnell. Genau. Da hängen die Reifen dran und das Ding fährt schneller. Ja. Und weiter. Bis ins Ziel. Probieren wir. Das machen wir. Ich habe jetzt hier hinten so einen kleinen Holzvorsprung noch dran geklebt. Jetzt können wir den Gummi nämlich vorne einhaken. So. Hinten hier drüber ziehen. Und wenn man es jetzt so aufrollt, und wenn man es jetzt loslässt, dann dreht sich die Achse selbst. Guck. Und dann sollte das Ding ja wohl locker 10 Meter fahren. Ja. Eine Idee habe ich jetzt aber noch. Gummireifen. Jedes Auto hat Gummireifen. So hat es auf der Fahrbahn einfach mehr Halt. Wir bauen uns welche aus Luftballons. Ich spanne jetzt den Gummi, quasi unseren Motor, so doll es geht. Wir haben richtige Reifen dran. Und dann hoffe ich einfach, dass das Auto die 10 Meter schafft, weil mir fällt ehrlich gesagt sonst auch nichts mehr ein. Michelle, bereit? Ja. Puh. Letzte Chance. Auf die Plätze, fertig, los. Komm, 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 komm. Geschafft! 10 Meter! Perfekt. So gut! Hahaha, Checksperiment gewonnen! Geil! Oh, jetzt bin ich erleichtert. Mach's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.